Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei den Dwar in Age of Wonders Planetfall. Ich bin zurück von der Gamescom. Ja, das ist die erste Folge, die ich jetzt hier aufnehme nach der Gamescom und ich muss gerade eben wieder reinkommen. Ich habe über 2 Wochen lang nicht gespielt. Ich habe gerade eben schon mal geguckt, wir sind hier oben aktiv. Hier aktiv mit Pinsi und mit Devil. Genau, Devil ist noch ein bisschen angeschlagen. Wir kämpfen hier gegen die Pflanzenseuche, wie ich sie jetzt hier momentan nennen möchte. Ich könnte diesen Sektor modifizieren. Wohnstätte von Mutter. Kann ich da relativ wenig, glaube ich, machen. Also ich müsste halt einfach hier irgendwie eine Bude hinbauen. Also eine Stadt, logischerweise. Ich weiß aber gerade eben gar nicht, was ich damit mache. Es gab einige Tipps, dass das Spiel zum Beispiel gleich am Anfang des Spiels hier zum Beispiel die Produktion bzw. die Energie berechnet. Und wenn ich das dann nicht mache, dann mache ich Minus. Das sind so Dinge, die muss man wissen. Das wusste ich alles nicht. Ich hatte auch mega Hektik vor der Gamescom. Ich konnte da mir nicht mehr jedes einzelne Detail angucken. Aber ich denke, jetzt wird es langsam sicherer. So, wir haben was erforscht. Die Explosivladungen. So, die Explosivladungen hier. Ich weiß gerade eben gar nicht, ob ich das schon vorgelesen habe. Aber hier haben wir auf jeden Fall jetzt hier erlaubt, eine Einheit mit entzündender Munition zu feuern und thermischen Schaden zu verursachen. Und mit einer Chance von 8 für 3 Runden. Nach wie vor wissen wir nicht, was dieses 8 rot ist, ne? Bei Cyborg und mechanischen Einheiten Brennen auszulösen. Angriffe verursachen in benachbarten Einheiten auch 50% ihres Schadens, was sehr, sehr cool ist, also weil es halt so einen Explosionsradius hat. Dann haben wir noch die Clustergranate. Feuert eine Clustergranate auf feindliche Ziele ab. Am Ende des nächsten, der nächsten 2 Züge deines Feindes treffen die Mörsergranaten 3 bis 5 völlige Ziele. Sie verursachen 12 Schaden und lösen gewaltiger Einschlag aus. Okay, warte mal. Am Ende der nächsten 2 Züge. Eine taktische Operation. Aber ist egal. So, was haben wir denn hier noch? Die fortschrittliche Werfer. Gesteuerte Abwurfmechanismus. Klingt interessant. Erhöht die Reichweite von Explosionsfernkampfwaffen um ein Feld und ihre Treffsicherheit um 20%, was mega gut ist. Ganz im Ernst, ich glaube, das forsche ich auch schon zu Recht an der Stelle. Aegis-Panzer habe ich halt. Hätte ich halt gerne noch schon ein bisschen mehr gemacht. Warte mal, ich habe Einheit mit niedriger Moral. Ach ja, das waren ja die. Die Plantis, die Pflanzen, die sind nicht so begeistert von dem, was wir da gerade eben tun. Gut, und ich denke, ich habe schon alle bewegt. Ja, ich habe schon alle bewegt, das heißt, wir können eigentlich nur mal gucken, ob wir jetzt hier irgendeine Operation machen wollen. Wie wäre es denn hier mit den Pyrix-Ausräucherungsprotokollen? Setzt in einer nicht-prometischen Kolonie und der unmittelbaren Umgebung für 10 Runden Pyrix-Gas frei. Durch das jede weitere errichtete Pyrix-Kolonie stärker wird. Bei Fehlschlag widerfahren der Kolonie Bürgerunruhen. Ich würde einfach mal sagen, wir versuchen das mal. Lasst uns mal die Welt zerstören. Wäre doch mal was. Irgendwie müssen wir ja gewinnen, ne? Irgendwie müssen wir gewinnen. Muss bloß immer noch ein bisschen aufpassen, ne? Wir haben nämlich immer noch ein bisschen diplomatische Anspannung. So, was ist denn das hier? Das sind auf jeden Fall schon mal nicht gerade schwache Einheiten. Und hier sind auch welche, die alles andere als schwach sind. Nach wie vor möchte ich ganz, ganz gerne eigentlich Pinsi hier eine entsprechende Ausrüstung geben, aber noch zickt das System rum. Lieber Schmelztiegel, traust du es dir zu, einen Siedler zu errichten? Ich fände es voll gut. Produzier mal. Ich würde nämlich das hier gerne besiedeln, dieses Gebiet. Und ich würde einfach mal sagen, bevor wir jetzt hier in Teufels Küche geraten, attackieren wir jetzt hier mal das da. Denn Pinsi hat ja jetzt schon ein Fahrzeug. Wir machen natürlich einen manuellen Kampf. Auch wenn wir 1000 Punkte mehr haben. Ich möchte einfach nicht, dass Devil jetzt hier zu sehr verletzt wird. So. Unsere lustigen mechanischen Einheiten. Und wie gesagt, die sind noch nicht mal wirklich gut gelevelt. Das müssen wir halt aufpassen. Die schießen natürlich wieder diese ganze elektrische Kacke da. So, das hier ist nämlich sich jetzt an Vorarbeiten. Angriffsnell. Kann ich, wo ich da am besten hingehe. Warte mal. Komm da maximal bis hier. Danach ist nichts mehr drin. Das nützt mir ja auch nur halb, ne?
Dann gehe ich jetzt mal dahin. Was hier nochmal? Seismische Ladung. Lässt eine seismische Ladung explodieren, die 30 Schaden an Explosionsschaden an feindlichen Hindernissen verursacht und alle Landeinheiten innerhalb von zwei Feldern. Hat aber keinerlei Reichweite. Ist also um ihn herum. Das ist die Unterstützungskanone. Feuert innerhalb von 6. Ja, kann man sich sparen, ehrlich gesagt. Nehme ich jetzt hier ein und sage Verteidigungshaltung. Das erste, was ich mache, ist den Kollegen hier mal reparieren. Selbiges würde ich gerne eigentlich mit ihm selbst machen. Kann der sich selbst reparieren? Er kann sich selbst reparieren. Wie schön! Hat er hier gerade eben schon mal ein, zwei Probleme gelöst. So, machen wir jetzt hier nämlich das da. Wenn ich jetzt hier in die Nähe komme, passieren die gleich. Gehen wir mit ihm noch dahin, dann stehen die hoffentlich fast alle weit genug weg. Fast alle. So, lieber Devil, du machst jetzt erstmal hier gar nichts. Haben wir eigentlich irgendjemanden, der heilen kann? Nee, glaube ich, haben wir nicht. Wir haben ja diese fesselnde Verbindung, die jetzt eine Reichweite von 7 hat. Ja, danach können wir das halt auch nicht mehr verwenden und das hat halt nur eine Reichweite von 1. Und ich muss auch hier aufpassen, dass diese kleinen Viecher hier nicht zu sehr aufeinander hocken. Eindrehen. Ich bin sogar der Meinung, man kann hier sogar noch weiter fliegen. Bloß aufpassen, ne? So, dahin. Der kann da gar nicht drauf. Felsen kann man nicht drauf. Das muss man nicht unbedingt verstehen, aber akzeptieren, denn es ist halt so. So. Drehst dich. Ist schon eingedreht. Aber warte mal, kannst du irgendwas angreifen? Du hast auch andere Fähigkeiten. Gedankenverstümmelung. Ja, verstümmle mal seine Gedanken hier. Gebrochener Verstand. Läuft. Darüber eindrehen. Zack, beenden. Was mache ich jetzt mit ihm hier? Behaupte, wir gehen mal in Deckung. Auch wenn dieses Teil jetzt hier komischerweise nicht als Deckung gilt. Wir tun es trotzdem. Ah, da können sie schon schießen, aber sie treffen nicht. Und wir antworten hier entsprechend. Au, das muss wehgetan haben. Bin gespannt, ob ich aus denen da irgendwie dann... ob ich denen irgendwie so Explosionsgeschosse geben kann. Das wäre sehr, sehr krass. Aua. Okay, sie treffen ja immer nicht. Es ist einfach zu gute Deckung, was ich gut finde. Ei. Okay, ich habe hier mal wieder einen Fail begangen. Painful Bullshit. Run! Okay, ich möchte ihn nicht verlieren, weil er einfach schon zu gut ist. Hat er schon 1-2 XP gemacht. Und der ist jetzt... Ach komm, jetzt ist er erschüttert. Ach nö, jetzt ist Pinsy erschüttert. Ich hasse das. Das ist doch doof. Da kommen die 1 vor. Den kann er fast rausnehmen. Ich mach das jetzt hier so. Mit ihm hier gehe ich. Auch wieder eine gute Frage. Ich kann eigentlich auch nur ein Feld gehen. Ich kann gar kein Feld gehen. Ich muss von hier aus schießen. Na komm, triff einfach. Eine Einheit ist immerhin schon mal weg. So, was mache ich jetzt mit dem Kollegen? Wenn der dahin geht, kann er auch treffen. Wir nehmen jetzt schon mal Einheiten raus. Dass sie nicht mehr so viel machen können. Ja, mit ihm kann ich nur warten. Und jetzt sind die Jungs dran. Problem wird sein, ich werde nicht treffen, ne? Guck mal. Vielleicht kann ich diese Fähigkeit... Ne, sie geht halt nur ein Feld weiter. Das ist... Einfach nur genau das, was ich gerade gesagt habe.
Ja, reicht natürlich wieder mal nicht. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Es reicht einfach nicht. Es reicht nicht. Dann kann ich nur die Runde beenden. Dann gehst du hier hin und beendest jetzt seine Existenz. Enemy annihilated. Ja, und du kannst du so einen Phasensprung machen? Der mir auch wieder nur bedingt hilft, ne? Mir wurde auch geschrieben, dass ein Phasensprung danach noch eine Bewegung irgendwie freilässt. Hat gut, glaube ich, dann wahrscheinlich für Nahkämpfer, aber begeistert bin ich trotzdem nicht davon. So, Runde beenden. Unnötig viel Schaden, den wir hier erleiden. So, Freundchen, jetzt können wir mal hier lustige Dinge tun. Wie wäre es denn mal damit? Machen wir das nochmal. Fesselnde Verbindung. Ah, nee, ich will ihn schon beschädigen. Ich möchte ihm schon Aua machen. Gar keine Frage. So, Nahkampf. Immerhin zwei Attacken durchgeführt. Du kannst jetzt hier nochmal seinen Ge Verstand brechen. Warte mal, da wäre ja Heilung gewesen, ne? Shit, ich hätte Pansy heilen, Level heilen können. Nein! Ich bin so Panne manchmal. Egal. Wird uns jetzt nicht killen. Kann der ihn schon wieder reparieren? Kann er noch nicht. Abklingzeit ist in diesem Kampf bereits verwendet. Okay. So, jetzt möchte ich aber trotzdem mal hier mit Pinsilein hier mal was machen. Wir graben uns nämlich jetzt hier unten durch. Das mal zu zeigen. Da komme ich raus und mache hier direkt Schaden. Bam! As you can see. Wir hatten komischerweise trotzdem noch eine Aktion übrig. Jetzt kann ich noch die seismische Ladung machen. Und bam. Also, ich sagte bam. So. Nur um das mal gezeigt zu haben. Was da alles geht. So, und jetzt ballern wir den hier noch weg, weil ich brauche nicht noch mehr Schaden. Dieses Teil ist schon mega gut, aber dafür braucht halt Finzi irgendwie noch ein bisschen mehr Verteidigung. Enemy annihilated. Annihilated. Our forces are victorious. Yay! So, wir haben es geschafft. Wir haben zwar einige ja, angeschlagene Einheiten, aber niemanden wirklich verloren. Und wir finden jetzt hier die Stahlschrotflinte. Klasse 2 war für ein bisschen Produktion. Ich denke, ich verkaufe das für Energie. Das ist nichts, was wir dringend brauchen. Was ist mit denen hier? Ich weiß es nicht. Also, wir sind auf jeden Fall jetzt hier gerade eben schon ein bisschen angeditscht. Und ich denke, es wäre an der Zeit, mal hier in unser angestammtes Heimatgebiet zurückzukehren, um erstmal hier nochmal ein bisschen zu heilen. Und alles andere führt nur zu großen, großen Problemen. So, wir haben jetzt überlebende Technik weiter geforscht. Die brachte uns jetzt hier nochmal ein. Befestigungsversuche, eine gute Verteidigung sollte niemals vernachlässigt werden. Wenn man die Früchte seiner harten Arbeit nicht verlieren möchte, indem wir mehr Ressourcen in die Ausbildung einer Koloniemiliz investieren und unsere Defensivkonstruktionen verbessern, können wir schneller und effektiver einsetzen. Einheiten der Koloniemiliz erhalten mehr Lebenspunkte. Geschütze erhalten mehr Panzerungen. Außerdem kostet die Errichtung von Koloniekonstruktionen und Koloniemilizbauten 30% weniger. Das ist natürlich eher interessant für neuere Sachen. Wobei, also das ist mit dem der letzte Teil. Der restliche Teil ist auch so oder so interessant. Und das ist eine Doktrin, ne? Genau, das ist eine Doktrin. Kosmitabbauprogramm, auch eine Doktrin. Naja, mache ich 20% mehr Kosmit im Grunde. Okay. Kolonie. Betreuung. Da würde ich jetzt hier nochmal dieses virtuelle Unterhaltungszentrum bekommen und das hätte ich auch sehr, sehr gerne. Denn wir haben schon so ein paar schlechte Laune-Orte und dagegen würde ich gerne irgendetwas tun. Wenn möglich. So, was haben wir da? Operation Pyrix Ausräucherungsprotokolle. Setzt in einer nicht-prometischen. Was dann hier? Ungültig. Alle Prometer. Ah, Erfolgschance 45. Okay, da könnte man was machen. Und wer ist das?
Der Givori. Ich mal gerade immer, könnte ich das hier machen? 35 ist hier die Erfolgschance. Geil. Aber lass uns mal das bei jemandem machen, der ohnehin unser Feind ist. Erfolgreich! Unsere Pyrix-Bomben haben ihren Job erfüllt und die feindliche Kolonie mit Gas durchströmt. Unter der Bevölkerung ist Panik ausgebrochen. Ergebnis: Kasp et jetzt betroffen von Planetenreinigung. Ja, das ist jetzt irgendwie schlecht für euch, möchte ich mal sagen. Mal, kann ich ihn jetzt hier zu meinem Minion machen? Ich denke, er könnte jetzt echt Gründe dafür haben. So. Ich verlange von ihm jetzt Unterwerfung. Ganz einfach. Angebot senden oder Anfrage senden. Die Verbesserung deines Diplomatiestatus mit dem Spieler führt dazu, dass er dich im Krieg gegen andere Spieler berufen kann. Sollte es die Situation erfordern? Nein. Dann mache ich das nicht. Okay. Schade. Ich bin automatisch in dem Krieg mit den anderen Typen. Aber er hat ein Problem, der Junge. Ich habe ihn nämlich jetzt ein bisschen ausgeräuchert. So, Operationen können jetzt wieder vorbereitet werden. Es ist, glaube ich, immer nützlich, so ein Pyrix hier am Start zu haben. Oh, das machen wir noch ein paar Mal. Du hast der Vorbote als Pionier abgeschlossen. Wird der im ersten Kommandanten verlieren, der die Aufgabe abschließt? Zufriedenheitsbelohnung. Also unsere Leute sind zufrieden dafür, dass wir die anderen jetzt hier mit Pyrix Gas gekillt haben. Wir haben eine nette Bevölkerung. Errichte mit deiner Kolonie eine Weltuntergangsroutine und leite eine Weltuntergangsoperation ein. Yeah. So, das ist jetzt erstmal bloß der Vorbote. Da haben wir jetzt bekommen. Und dann wird jetzt bekommen. Belohnung. Doktrin. Die Energiekosten von Weltuntergangskonstruktionen und Operationen werden um 30% verringert. Und hier ist halt dieser Zufriedenheitsbonus. Jetzt ist halt bloß die Frage, warte mal, kann ich diese anderen Dinger hier eigentlich einsehen? Ich weiß gerade eben nicht, wo ich draufklicken muss, weil ich halt auch schon wieder jetzt schon lange nicht da war. Wo diese ganzen, ihr wisst schon was ich meine, die Übersicht über diese ganzen Missionen, die würde ich jetzt gerade eben gerne mal einsehen, ist aber gerade eben nicht schick. So, Zufriedenheit in Burkopf. Happiness Event in Colony. Ja, es gibt natürlich jetzt hier überall Happiness Events, ist klar. Weil 100 Zufriedenheit zu bekommen, das haut schon rein, meine Damen und Herren. Das haut schon rein. So, warte mal, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Kann ich hier eigentlich nochmal irgendwas bauen? Ja, genau, die botanischen Gärten wären doch eigentlich mal ganz angebracht. Was kostet das? 200 Energie, ja egal. Danach machst du diese botanischen Gärten, dann sind die erstmal wieder ein bisschen zufriedener. Eins nach dem anderen muss gebaut werden. Oh, und uns wurde von Givori öffentlich ein Kompliment ausgesprochen. Und Taron hat mich beleidigt. Ja, das ist klar, aber dem geht bald die Luft dafür aus. Was haben wir da noch? Emita hat mir eine Nachricht geschickt. Das ist neutral, das will ich wissen. Incoming communication. Ein Imperium wird vom Abschluss dieser Aufgaben profitieren. Ach so, ja, schön. Schön. So, wir haben einen Siedler produziert. Wo ist dieser Siedler? Da ist dieser Siedler. Dieser Siedler hat jetzt nur eine Aufgabe, erstmal dahin zu segeln. Vor allem zu segeln an Land, ne? Ne, der schippert jetzt dahin und soll dann hier rüberkommen. Keine Ahnung, ob der das dann hier tatsächlich besiedeln kann. Also ob daraus dann schon eine Siedlung wird. Ich weiß es nicht. Schleifpapier hat botanische Gärten. Production ready. Hier würde ich halt noch mehr Nahrung machen durch die Hydrokulturfarmen. Die Stadt ist eigentlich schon ordentlich groß. Ich mache jetzt mal die militärische Infrastruktur. Nachhaltiger Öko-Industriekomplex, was bei uns total glaubhaft ist. Dass wir nachhaltig und öko sind. Steinbruch hat einen Sektor-Upgrade gemacht. Machen wir hier auch mal die nachhaltige Nummer da. Und Operationen können jetzt durchgeführt werden. Ich habe... Oh, irgendjemand followed. Vielen lieben Dank dafür. Ich weiß, das ist der Bug, ey. Der hört nie auf, habe ich so das Gefühl. Casus Belli herstellen, Einäscherungsschlag brauche ich alles nicht. Landtorpedos brauche ich gerade auch nicht.
Ja, wir haben immer noch diese komischen Insekten, die immer noch nicht so glücklich mit ihrer Situation sind. Und wieder einmal haben wir die Eindringlinge von dem bösen, bösen Taron. So, jetzt gucken wir mal. Wie will ich jetzt hier damit umgehen? Das sind halt einfach zu viele. Ich könnte ja auch einfach jetzt mal beobachten, wie die alle draufgehen, ne? Ja, auch mal eine Methode. Das hier ist jetzt immer noch besetzt von uns. Jetzt will ich mal gucken, was haben wir denn. Ich muss noch mal gucken, was haben wir denn eigentlich jetzt hier für Einheiten? Die haben jetzt hier schon die Feuerexplosionswaffe. Mehr Reichweite haben die hier. Und die thermischen Zielrelais. Ist halt die Frage, ob ich diese Reichweite brauche oder ob das vielleicht sinnvoller ist. Nee, Explosionswiderstand brauche ich nicht. Okay, das ist alles egal. Ich forsche auch, glaube ich, gerade eben erst. Eine Feuerwalze. Mal gucken. Und bei denen habe ich noch gar nichts irgendwie in der Richtung gemoddet. Die haben jetzt hier die entzündenden Sprengstoff, die Blendladung. Und die thermischen Zielrelais, die muss ich auch noch machen. Was will ich eigentlich, wie will ich die eigentlich nennen? Momentan noch die Fähnestil. Keine Ahnung. So spontan solche Einfälle. Modifiziert es auf jeden Fall mal einfach mal. Ne, entzündend eben. Einfälle. Ey. Keine Ahnung. Komm, dann nennen wir sie einfach mal Silly Bang. Genau, Silly Bang. Das ist jetzt der Name für diese Einheit. Und was ist mit den anderen? Die haben nur die Kollegen da. Und da habe ich momentan fortgeschrittene Zielerkennung Detektor. Ja, noch machen. Ich hätte gerne irgendetwas, das bei denen auch nochmal die Reichweite erhöht. Die beeindrucken mich halt leider einfach nicht. Reichweite ist halt einfach so mega wichtig. So, hier haben wir nochmal. Ach, den haben wir ja auch noch. Könnte das jetzt für mich beanspruchen, aber zu welchem Zwecke? Möchte wissen, was da drüben alles hier so rumliegt. Grenzen austesten quasi. Haben wir nochmal so einen Kollegen. Das ist nämlich jetzt witzig, weil ich nämlich gar nicht mehr weiß, wo ich mit denen überall schon gewesen bin. Vor 2 Wochen wusste ich das noch, weil ich da einfach so ein Stück aufgenommen habe. Jetzt gerade eben nicht mehr. Maloche kann eine Produktion festlegen, meine Damen und Herren. Wir haben da jetzt einen Siedler gemacht. Ja, es ist halt entweder Forschung oder Energie. Lass es mal Energie sein. Doppelschicht. Und auch wieder eine Pro irgendwas produzieren. Lass es Energie sein. Wir beenden die Runde. Oh, guck mal, was da wieder fertig ist. Ach ja. Wir können der Welt wieder mal einen husten. Finde ich gut. Wori hat den von dir beanspruchten Sektor erobert. Iwori, warum tust du das? Du willst offensichtlich wirklich Trouble haben, oder? Was will denn der Kollege? Behandle nicht mit. Der wird's eh nicht hergeben, der Bierschlund. Happiness Event in Colony. Ausgezeichnet. Happiness Events sind immer gut. Oh, jetzt habe ich ein Unhappiness Event. Happiness Event in Colony. Das ist doof jetzt hier. Das ist jetzt sehr doof. Was ist das jetzt hier noch? 30 Energie habe ich jetzt sofort mal gemacht. Das hier muss jetzt sehr schnell gebaut werden. Denn ansonsten haben wir hier wachsende Unhappiness. Ich mache jetzt mal das hier weg, dass die jetzt hier gleich verteilt sind. Wir haben nämlich hier schon 15. Das muss jetzt nicht unbedingt, weil wenn jetzt noch eine Bevölkerung dazu kommt, ist die Unhappiness noch größer. Production ready. Aber jetzt habe ich 2 Siedler gebaut. Das ist das Problem, wenn man wenn man 2 Wochen lang nicht spielt, ey. Scheibenkleister. Na gut, wir gehen jetzt da hinten hin. Und wir gehen dahin. Level heilt auf jeden Fall jetzt schon mal, was ich gut finde. Zack. Und zack. Die Einheiten heilen auch, beziehungsweise werden repariert. Wollte ich noch irgendetwas reinpacken? Habe ich mich jetzt bei Pinsi eigentlich dazu entschlossen, dass ich glaube, er soll jetzt einfach mein Panzerfahrer werden, ne? Das war, glaube ich, jetzt der Gedanke, den ich hatte. Ich hätte gern so einen Aegis-Panzer für ihn.
Aber dafür brauche ich am Steuer fortgeschritten 2. Und dafür fehlen ihm halt einfach noch ein paar Punkte. Aber mit dem Aegis-Panzer könnte er halt dann super die anderen Einheiten schützen. Also das wird dann voll gut abgehen. Lex hat eine Freizeitpuppe. Und dann jetzt hier bauen. Ja, die Hydrobewirtschaftung. Noch bewirtschafte ich da ja nichts Hydromäßiges. Noch ein weiteres und dann kann ich das hier wieder beanspruchen. Was ist denn das hier eigentlich? Ein leeren Sturm. Aber verlieren die jetzt eigentlich auch Leute dadurch, dass ich... Ich weiß es nicht, ob die da Leute... Auf jeden Fall ist das nicht meine Aufgabe. Oh, ich habe von Roto ein Angebot erhalten. Er will die Schlammlande und gibt mir 38 Kosmid. Jetzt möchte ich wissen, was die Schlammlande sind. Was sind die Schlammlande? Schlammlande. Ich fände es gut, wenn man irgendwie danach suchen könnte. Habe ich hier irgendetwas beansprucht? Bei dem erstmal eine Übersicht gewinnen, was die Schlammlande. Oder ist es das da oben? Nö. Was sind die Schlammlande? Hier? Pinhaine? Eichenweide? Reifpapier? Also ich sag einfach gar nichts dazu. Ich will das nicht. Ich werde ihm das nicht geben. So, jetzt habe ich hier immer so ein Fliegerchen. Gehe ich schon mal in die Richtung. Ihr seht, was der geile Vorteil von solchen Flugeinheiten ist. Total überlegene Reichweite. Wir können wieder eine Operation durchführen. Will ich nochmal so ein Pyrix-Teil machen? Wen kann ich das denn jetzt hier abwerfen? Wie wäre es denn auf unseren lieben Nachbarn hier? Ach, das ist eine Kriegserklärung. Schade. Ja, man hätte drauf kommen können. Aber ich habe mir einfach gedacht, das wird der doch sicherlich einem nicht übel nehmen. Immer die Schlammlande. Warte mal, wo sind diese Schlammlande? Ach, warte mal, da sind die Schlammlande. Die Schlammlande? Ablehnen, tut mir leid. Schlammlande sind strategisch wichtig für uns. Auch kein Land geben, was hier so mitten... Echt nicht, ne. Schon wieder dringt da jemand in unser Einflussgebiet ein. Voll ekelhaft. Ja, das machen wir momentan nicht. Hier bin ich immer noch am Überlegen, wie ich angreifen soll, weil das ist alles andere als easy. Ich weiß auch gar nicht, wie sehr die jetzt hier drunter leiden. So, setzt. Bei einem Fehlschlag widerfahren der Kolonie Bürgerunruhen, wodurch sie für 3 Runden unter 12 minus 12 leiden. Aktuelle Stufe 3. Jegliches Einkommen wird um 30% reduziert. Nicht-prometische Einheiten haben minus 5 Feuerwiderstand und ersticken im Kampf. Pyrix-Feuer tritt im Kampf auf. Okay, das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, da sollten wir jetzt angreifen, weil wir sind ja prometische Einheiten. Beziehungsweise so quasi prometisch an. Ich meine, das ist unsere Technologie. Also wir sollten ja eigentlich alle hoffentlich das überstehen. Oder? Habe ich irgendwie so Feuerwiderstand? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben keine Sonderfeuerwiderstand. Ich glaube, die einzige Einheit, die es hier als Pyrix-Einheit gibt, ist die da. Die hat Thermalwiderstand. Okay, das macht die Sache ein bisschen unangenehm. Müssen wir uns beim nächsten Mal darüber im Klaren werden, liebe Leute. In dieser Folge werden wir das nicht mehr hinbekommen. Oh, da hat's Zeug. Nicht gut. Ja, auch noch irgendwas rum, was niemandem gehört. Klar. Bastlermethoden. Ich kann jetzt hier den Blitzwerfer, eine Stufe 3 Waffe herstellen oder hier den Sekretor. Den Sekretor. Er hat eine Reichweite von 2 bis 9, macht schwerer Einschlag. Das Ding hat eine Reichweite von 5. Oh, ganz im Ernst, dann nehme ich den Blitzwerfer, oder?
Der scheint wenigstens sinnvoll zu sein. Noch mal was gefunden. Haben wieder eine Insel gefunden. Ah, noch mehr Pflanzen. Ja, dann wissen wir schon, dass wir beim nächsten Mal saumäßig Spaß haben werden, meine Damen und Herren. Du bleibst jetzt auf jeden Fall hier. Leg jetzt hier noch eine Produktion in Malore fest und sag, wir machen hier weiter mit Energie. Energie macht nämlich Spaß. Können wir nämlich ganz tolle Pyrix-Waffen abschießen. Und damit verabschiede ich mich von euch, liebe Leute. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit bis dahin. Tschüss und Ade.